Ja, nach einer guten ersten Halbzeit konnte Preußen in der zweiten Halbzeit gar nicht an die Leistung anknüpfen. Woran hat es gelegen? Ja, wie eben schon gesagt, kann ich jetzt so nach dem Spiel nichts zu sagen. Ich meine, nach so einer ersten Halbzeit dann so eine zweite Halbzeit zu spielen, ist schon katastrophal. Und ja, das kann nach einer zweiten Halbzeit kann man schon sagen, verdient verloren. Wart euch zu sicher in der Pause? Nö, das würde ich nicht sagen. Ich meine, wir sind mit einem guten Engagement rausgekommen aus der Kabine wieder, haben versucht, daran anzuknüpfen an die Leistung, ja, haben es nicht geschafft. Lag das vielleicht am frühen 1-1 ein bisschen so aus die Taktik aus dem Spiel genommen, vielleicht hier tief zu stehen und zu kontern? Ja, ich weiß nicht. Ich meine, Darmstadt ist hier hingekommen und ja, wir haben nur Freischüsse provoziert, eigentlich gar nichts nach vorne gemacht. Und ja, dann kommt aus dem Nichts das 1-1 und es hat natürlich ein bisschen verunsichert. Ich sehe gerade, dein rechter Oberschenkel ist ein bisschen bandagiert. Wie schlimm ist die Verletzung? Kannst du nächste Woche wieder spielen? Ach, ist ein Eisbein. Ich denke mal, am Dienstag kann ich wieder spielen. Okay, dann wünsche ich dir da mehr Erfolg und alles Gute. Ja.